vorne, da ist ihr Zimmer. Okay, Jerry, 30 Sekunden. Howdy, Partner, was macht die Kunst? Ich müsste mal für kleine John Waynes auf euer Pissoir, eure Pullerbude. Bin ich da richtig hier oben? Verzeihung, Sir, die Toiletten sind unten. Dieser Bereich ist privat. Ihr Fenster ist offen. Und da ist ein Sims. Sims? Der führt hin. Sims? Ein Balkon, besser gesagt. Also ich gehe vor. Oh. Ich mach doch langsam. Nicht runter gucken, nicht runter. Verdammt, ich guck doch gar nicht runter. Dreh dich um. Langsam. Dreh dich um. Ja, super. Schon geschafft. Jetzt geht's. Ich komm klar. Kidnapping? Einen Diamanten klauen? Ja, auf eine Hochzeit schmuggeln? Können wir das kurz Ich weiß, reden? Es ist natürlich sicher, etwas... Überlegt es euch. Klar. In aller Ruhe. Ich pass auf den Koffer auf. Was meinst du? Er ist dabei, bestimmt. Glaube ich nicht. Sie nicht. Tja, ich meine, wir sind dabei. Können wir erst noch auspacken? Ja. Gut. Ihr wisst alle, was ihr zu tun habt. Und ob. Bin auf Anschlag wie damals in Shanghai. In Shanghai? Ja, als ich bei der Handelsmarine war. Bei der Handelsmarine? Haut in jedem Hafen, hä? Sowas in dem Dreh. Wir Jungs palavern doch nur Penn. Penn, weißt du sicher, dass das Zeug wirkt? Drei Stück und sie schlafen wie die Murmeltiere. Nach fünf da lege ich die Hand ins Feuer. Wer verschreibt dann denn sowas? Dieser reizende junge Dr. Jenkins. Ach, der soll ganz fantastisch sein. Ja, total einfühlsam. Diese warmen Hände. Wie bitte? Woran erkennen wir, dass sie es sind? Das sind sie. Gehen wir es an. Also wasch deine Jeans immer auf links. Was geschwollen aussieht, ist meistens geschwollen. Und nimm nichts in den Mund, was nicht vorher gekocht wurde. Du verstehst mich, Kate. Früher jedenfalls. Ich bin diplomierte Kinderpsychologin. Och bitte, werdet wieder ein Paar. Nicht jetzt, Jerry. Es gibt ein Problem im Büro. Die neuen Eigentümer haben uns ausbluten lassen und an die Wand gefahren. Alles ist weg. Alkohol. Was wissen wir über die Typen? Lexon, Eigentümer ist Vincent Kruger, wohnhaft in Paris. Ist ein Französisch. No, 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 no. Ah! Wieso kannst du immer noch nicht fahren? Du hast doch jetzt jahrelang Praxis. Wir hätten gern zwei Zimmer. Mrs. Jones und Mr. Jones. Wir sind geschieden, ich habe den Namen behalten. Und auf dieser kleinen Reise soll sich zeigen, ob die Flamme noch brennt. Ja, wieso nicht? Gar nicht, sowas von nicht. Die Flamme ist aus. Oh. Eiskalt. Nein. Tot. Hast du Lust, mir Wärmecreme auf den Rücken zu schmieren? Rate mal, wer heiratet. Vincent Kruger und verlobte Manon Fontaine. Sieh dir ihren Hals an. In diesem Klunker stecken unsere Pensionen. Wir sollten ihn klauen. Freuen uns riesig, helfen gern. Worum geht's? Kidnapping? Uns auf eine Hochzeit schmuggeln? Diamanten klauen? Das wird ein Riesenspaß! Wir sind dabei. Hast du die Knarre? Nein, das fand ich zu gefährlich. Sehr vernünftig. Aber ich habe Brote gemacht, Schinkenkäse. Habt ihr Hunger? Gehen wir's an. Entschuldigt, ich muss dringend, Pippi. Alles klar. Wisst ihr was? Ich mach das auch schnell. Ich bin seit Stunden nicht mehr gewesen. Man soll den Drang nicht unterdrücken. Du bist viel umgänglicher geworden. Du auch? Ah! Nicht übel, Miss Jones, nicht übel. Manche Tricks verlernt man nicht. Kannst du noch das mit deiner... Nein, Richard.